als Medizintechniker stellen Geräte her für Menschen, die den Menschen auch helfen. Und das macht ein Herzschrittmacher. Er stimuliert zum Beispiel den Herzmuskel, damit das Herz normal weiter pumpt. Also viele sagen, es ist wirklich ein Studiengang, der halt wirklich, sehr ingenieurswissenschaftlich ist, also dass wirklich viele Jungs oder Männer halt studieren. Aber zurzeit ist es halt nicht so, weil viele Frauen, die wissen halt auch, ja, es interessiert sie zum Beispiel wie ich. Und man kann das wirklich schaffen, wenn man das Interesse mitbringt. Und wenn man sich wirklich dafür interessiert und die Motivation dafür hat, und das habe ich zum Beispiel. Und ja, wie ich darauf gekommen bin, ist halt nur, dass ich sehr viel mit den menschlichen Aspekten zu tun habe, beziehungsweise auch in der Schule schon Biologie geliebt habe. Aber dann ist mir halt in den Kopf gekommen, Medizin wäre vielleicht zu einseitig, und Technik ist halt auch ein sehr guter Aspekt, der sich jetzt auch in der Zukunft gut weiterentwickelt, und Medizintechnik war dann die bessere Wahl. Unsere Hochschule ist das so, zum Beispiel für den Studiengang Medizintechnik braucht man auf jeden Fall ein Vorpraktikum, und das müsste man halt schon vor dem Studium erledigen oder halt bis zum dritten Semester. Und ansonsten ist es so, dass wir halt viele Praktika im Semester halt selber mit drin haben, dass halt jedes Modul zum Beispiel ein Praktikum mit sich bringt, und das dauert 3 Stunden, dass du halt wirklich in einem Modul so 4 oder 5 Praktika im Semester hast, und die musst du dann wirklich absolvieren, und da hast halt sehr viel praktische Erfahrung auch mit drin, und die Theorie wird gleich angewendet, und ja, das ist das Gute daran. Also man muss jetzt nichts Außergewöhnliches mit sich bringen, außer nur Interesse und die Motivation dazu, irgendwas Neues zu erlernen, weil es wird nicht einfach natürlich. Man hat sehr viel elektrotechnische Fächer, und man muss halt auch Durchhaltevermögen mitbringen. Aber es macht mega viel Spaß, deswegen. Unser Campus, der liegt ein bisschen außerhalb von der Stadt, also nur ein bisschen mit dem Bus richtig gut erreichbar. Und ich finde das halt gut, weil das ist ein kleiner Campus, das heißt, wir haben nur 5 Häuser und die sind sehr gut erreichbar, also innerhalb von 2-3 Minuten. Ansonsten, wir haben halt 4 Häuser, wir haben gleich eine Mensa daneben an und ein Wohnheim, was eigentlich auch voll schön ist, weil wenn man da drin wohnt, braucht man halt nicht lange bis zur Uni. Ich wohne direkt auf dem Campus, in dem Wohnheim von der Ernst-Abbe-Hochschule. Also das Wohnheim ist genau am Karl-Zeiss-Promenade, heißt es. Das Zeisswerk ist ja genau nebenan. Das Wohnheim ist, finde ich, sehr schön. Manche sagen halt immer, ja, wie ist denn das jetzt so, du wohnst direkt auf dem Campus, ist das nicht so ein richtiges Uni-Feeling? Ich sage nein, weil das ist eigentlich ganz cool, man kann es halt abschalten, man ist dann in seiner eigenen Wohnung mit Kommilitonen oder halt mit Leuten, die man noch nicht davor kannte, und man wohnt mit denen zusammen, unternimmt was, macht immer ein paar WG-Feiern zum Beispiel, ist eigentlich sehr schön, ja, man trifft halt neue Leute. In Jena ist mein Lieblingsplatz wirklich die Aussichtsplattform vom Jentower. Also ich war schon sehr oft dort oben, und es ist wirklich sehr schön, weil der Ausblick ist super schön. Man kann ganz Jena sehen, man kann halt drumlaufen und wirklich jede Ecke von Jena sehen. Ist zwar von oben, aber man kann so grob den Plan zum Beispiel beschreiben, wo was liegt. Das machen wir auch zum Beispiel für die Erstsemestler. Da gehen wir hoch und zeigen denen, wie Jena überhaupt aussieht, weil manche wissen das ja gar nicht, die kommen ja von weit her. Und was mir noch in Jena sehr gefällt, ist wie der Paradiespark. Es ist wirklich ein sehr großer Park, er erstreckt sich halt über, also ist sehr groß, und da gibt es halt auch einen Fluss, die Saale, und da kann man meistens baden oder kann sich halt erholen und findet immer einen Platz für sich allein. Ich persönlich gehe zum Hochschulsport. Ich habe mich halt für ein paar Kurse eingeschrieben, und das ist sehr gut, wenn man sich dann nach der Uni zum Beispiel auspowern kann und halt mal was Sportliches gemacht hat in der ganzen Woche. Und das kann ich sehr empfehlen, weil es ist auch nicht so teuer. Es ist für Studenten eigentlich sehr, also preiswert. Und man sollte sehr viel Spaß haben. Also man sollte wirklich nicht die ganze Zeit am Lernen verschwenden, sondern auch mal zu Partys gehen oder halt einfach mal Spaß haben.